Jo Leute, Goffio hier. Ja, ich habe es endlich mal geschafft. Ein freier Tag wird genossen. Es ist Freitag, was heißt Wochenende für die meisten Ferien. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe mir jetzt mal gedacht, okay, ich bringe dieses Video jetzt raus. Ich habe es gestern schon angekündigt, es wird ein Video über Songs von Julien Bam geben. Aber nicht irgendwelche Songs, nein. Nicht Märchen, Asozial oder sonst irgendwas. Nein, es geht um die ganzen Kindermärchengeschichten. Osterhase, Santa, ja, der Sandmann, die Zahnfee. Und zwar ist das alles in meinen Augen eine aufgefolgte Reihe. Es fing an mit Santa ist der Boss. So, was kann man dazu sagen? Naja. Er rappt als Santa, also der Weihnachtsmann, in der Form, dass er ja halt alles in den Händen hat, in meinen Augen, weil Santa ist der Boss, ja, schön. So, aber danach kam der Osterhase. Was heißt, der Osterhase hat sich mit Santa, dem Boss, gebettelt. Er hat ihm nochmal so einen kleinen, ja, verbalen Schlag ins Gesicht gegeben, woraufhin sich Santa wiederum gerecht hat mit dem Track Santa bleibt der Boss, was wiederum damit zusammenhängt, er will die Spitze nicht abgeben in der Form. Worauf ich aber hinaus will, ist der Track Der Sandmann mit Dagi B. Santa und der Osterhase sind. Da ging ein Controller fliegen. I'm so sorry. So, Santa und der Osterhase sind beides fiktive Figuren, die für Kinder erdacht sind. Die sich beide um die Spitze kloppen. Wobei es daraufhin wieder ein Video gibt, was ich jetzt leider nicht auf die Schnelle gefunden habe, weil das Video ist, wie jedes andere Video, auch mal wieder so aus dem Nichts erschienen. Darauf heißt mein Energy. Sie bellen sich um die Spitze. Es gibt ein Video, wo es um Ju's Haus geht. Was sehr kurios war. Weil dieses O, was er in seinem, ich meine, das war in seinem Zimmer, fing auf einmal in Ju's Träumen an zu sprechen und zur Wirklichkeit zu werden und hatte ihn vor den Boten gewarnt. Er soll sich auf eine globale Schlacht vorbereiten. Die Boten werden kommen. Die Boten sind der von Santa, der Osterhase, der Sandmann, die Zahnfee. Aber worauf werden sie sich vorbereiten? Was für eine globale Schlacht? Was wird kommen? Naja, der Track ist mittlerweile. Uch, jetzt habe ich auf Play gedrückt. Boah, ich habe gerade keinen Plan, wie alt dieser Track ist von Santa ist der Boss. Ich glaube, ein Jahr auf zwei, bestimmt. So, danach kam halt der Osterhase. Dann Santa bleibt der Boss. Was viel wichtiger ist, ist, dass nach Santa bleibt der Boss, nachdem der Osterhase sich gegen Santa aufgemuckt hat, der Sandmann mit Dagi B kommt, der die Kinder in einer echt sehr schönen Position zum Schlafen bringt. Auch was vielmehr die Folge oder die Reihenfolge verändert und somit gleich zu meiner Theorie kommt. Danke, Drew, schon mal darauf, weil das ist ein schöner Übergang zu Halloween. Ist und bleibt die Zahnfee. Ich muss sagen, Respekt. Der Track, der ist seit fast 10 Monaten draußen. Der Track ist schön im Gothic-Stil gehalten, schön dunkel, auch wenn die Beats und Rap-Parts nicht wirklich zum Gothic-Stil passen. Es ist ein wundervoller Track in meinen Augen. Ich höre ihn immer noch liebend gerne. Grüße gehen raus. Und ja, ich zitiere jetzt mal kurz Julia Biot. Und zwar. Moment.
Die Boten sind noch nicht bereit für diese globale Schlacht. Was heißt, in dem Track Die Zahnfee, es geht um Alchemie und Magie. Es geht aber auch um die Vorwarnung vor dem Mann im Mond, den schwarzen Mann. Den Mann, den jedes Kind bei Vollmond so gerne fürchtet. Was mich wiederum hinausschließen wird. Ich zitiere nochmal. Der Mann im Mond schaut nicht länger von oben hinab, so wie das Omen es sagt, damit ist das O gemeint, ist er in ein paar Monaten da. Zitat Ende. Was für mich wiederum spricht, es kam jetzt seit 9 Monaten nichts mehr. Weder von Santa, weder vom Osterhasen, weder von der Zahnfee, weder vom Sandmann. Nein. Ich schließe daraus, dass am 31.10., also an Halloween, ein neuer Track kommt. Und zwar vom Mann im Mond. Ich weiß nicht warum, aber das schließe ich daraus und ich hoffe es. Es würde so geil zur Thematik passen. Erstmal, Cheerio. Sorry, musste sein. Es würde zur Thematik passen. Weil die Boten hatten jetzt genug Zeit, sich für die globale Schlacht fertig zu machen. Wenn jetzt der Sandmann wirklich, wenn jetzt der Mann im Mond wirklich zu Halloween den Track bringt, wie werden die Boten, also Santa, der Osterhase, der Sandmann und die Zahnfee, darauf reagieren? Was wird folgen? Was passiert in der YouTube-Geschichte? Es fasziniert mich. Ich meine, die Tracks sind jetzt nicht alle so meins. Sorry an der Stelle, aber ich mag es, darüber Theorien aufzustellen und drüber zu diskutieren. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal ein paar der Tracks gehört? Was haltet ihr davon? Was haltet ihr von der Konstellation? Ich find's geil, ich feier das. Vor allem das mit der Zahnfee. Ich find's immer wieder geil. Auch allein schon wegen diesem düsteren Gothic-Stil. Auch der Aufbau des Outfits und generell des Textes finde ich sehr schön. Deswegen, mich würde es interessieren, was denkt ihr darüber? Ju, falls du dieses Video irgendwann mal sehen solltest, was ich bezweifle, ich feiere deine Videos, sind echt exzellent. Und ja, zu Halloween, ja, ich denke mal, dass ihr dann auch mal meine Freundin kennenlernen werdet, so ein bisschen. Ich weiß noch nicht. Aber ich habe jetzt so leider keine Zeit mehr. Ich muss nämlich jetzt gleich los, meinen Freund vom Bahnhof abholen, weil das Wochenende und Ferien sind verplant. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende, wenn ihr Urlaub habt, einen wunderschönen Urlaub, wenn ihr wegfahrt. Genießt die Zeit, schaltet einfach mal euer Handy aus, lasst von den Medien einfach mal die Finger weg. Genießt Zeit mit eurer Familie, die Ferien mit euren Freunden, eurer Familie, allem drum und dran. Feiert schön, genießt das Leben, lasst mal das Handy beiseite. Ihr braucht nicht immer die sozialen Medien, um euch mit Freunden zu treffen oder sonst irgendwas. Unternehmt einfach was, aber lasst eure Handys einfach mal weg und genießt das Leben. Das ist das, was ich euch jetzt mal sagen will. Wenn meine Freundin und ich bei mir sind, wir hängen nicht am Handy. Klar, wir haben YouTube am Laufen, wir hören Goa. Aber wir genießen die Zweisamkeit. Wir sind nicht nur am Handy. Nein, unsere Handys, ey, lass mal links liegen. Brauchen wir nicht. Wir wollen einfach die Zeit genießen. Deswegen, genießt euer Leben und lasst eure Handys auch mal für eine Stunde, zwei, drei einfach mal weg. Glaubt mir, es bringt euch mehr mit den Menschen zusammen, mit denen ihr zusammen sein wollt, als irgendwas anderes. Das ist meine Botschaft am heutigen Freitag von mir an euch. Wie gesagt, genießt eure Ferien, euren Urlaub, euer Wochenende. Wir sehen uns irgendwann in 2, 3, 4, 5 Wochen wieder. In dem Sinne, also spätestens Halloween. In diesem Sinne bin ich raus.